So hören sich Sieger an. Die Frauen vom SV Kovik haben es am Samstagabend richtig krachen lassen. Die Handballerinnen konnten sich bei der Sportlerumfrage der Sächsischen Zeitung als populärste Mannschaft klar durchsetzen. Mit 300 Stimmen Vorsprung zu den zweitplatzierten Keglerinnen der ISG Hagenwerder lieferten die Leserinnen und Leser ein überzeugendes Votum für die Handballmannschaft. Platz 3 erreichten die Gewichtheber vom NSAC. Mit attraktivem und temporeichem Handball vermögen die Frauen bei ihren Heimspielen die Jahn-Sporthalle gut zu füllen. In der mitteldeutschen Oberliga konnte die Mannschaft in der letzten Saison einen 6. Platz erreichen. Auch in diesem Jahr ist der Klassenerhalt bereits gesichert. Die 16-jährige Laura Heppner vom Fechtsportverein Görlitz konnte sich über den begehrten Titel der populärsten Sportlerin des Jahres 2013 freuen. Auch hier fiel die Stimmverteilung der SZ-Leser sehr eindeutig aus. Die sächsische Ranglistendritte im Degenfechten konnte 440 Stimmen Vorsprung gegenüber der zweitplatzierten Karatekämpferin Doreen Drehmann für sich verbuchen. Dritte wurde die Europamarathonsiegerin Franziska Kranich. Bei den Männern landete der Rettungsschwimmer und Schwimmer Martin Schulz ganz vorn im Ranking. Der 27-jährige Sachsenmeister im Rettungsschwimmen engagiert sich bei der DLRG, bei Post und Lok Görlitz. Bogenschütze Kurt Balwin erreichte Rang 2 und Speedskater Benjamin Breuer Rang 3 bei der Wertung der Männer. Neben den populärsten Sportlerinnen, Sportlern und Mannschaften des Jahres 2013 wurden weitere Auszeichnungen vergeben. So wurde die Autohaus Büchner GmbH als Förderer des Sports geehrt. Die Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien vergab den Sparkassenpokal für besondere Leistungen an den Schachverein 1990 e.V. für die hervorragende Ausrichtung des Esculap-Turniers. Matthias Grall nahm hier die Auszeichnung entgegen. Den Nachwuchspreis erhielt die dreifache Sachsenmeisterin Cynthia Illing vom SV Lok Görlitz. Die 14-jährige Schwimmerin liegt inzwischen auf Platz 3 der bundesdeutschen Bestenliste in ihrem Jahrgang. Insgesamt sind 2676 Stimmzettel zur Sportlerumfrage 2013 eingereicht worden. 31 Vereine und 39 Prominente haben ebenfalls ihre Stimme abgegeben. Die gewichteten Stimmen in den drei Kategorien Leser, Vereine, Prominente ergaben dann die Gesamtpunktzahl für die Ermittlung der Sieger.